Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part auf Evoland. So, wir schritten jetzt hier auf diesen Schalter. So, ich bin König of Guild Error. Und naja, wir machen jetzt genau dort weiter. Also ich habe jetzt extra mal, bin ich mal hier hingegangen, weil ich das hier machen möchte. Kaboom. Da-da-da-da. Na, ich werde mal ganz kurz hier sehen, diesen Scheiß zusammensammeln. Aber ich dachte mir, es mal hier mal on screen. Dass das geht. Also ich habe nämlich das nämlich gelesen in den Achievements. Oh, jetzt geht's auf einmal einfacher. So, jetzt mal ernsthaft, wo war? Na, ich bleibe erstmal beim Schwert. Ich muss ja eh nicht alles töten. Sterne. Nicht irgendwas Cooles. Das gehen soll. Ah, ich habe es gewusst, oder sein Knick ist der wehrlos. Achso, ist nur kein Zeins. Nee, da möchte ich jetzt nicht nochmal hin. Gab's da sonst nichts? Da ist eine Truhe. Der Ausgang wäre. Na gut, dann schauen wir uns halt im Wald mal durch. Ist mir auch recht. Bam! Das ist jetzt nicht gerade unbedingt die größte Herausforderung. Warte, das wäre die Sackgasse, glaube ich, ja. Das Mysterium der Steine, die im Weg sind, wird sich dieses Rätsel lösen. Wow. Das sag ich irgendwie nicht als erstaunt genug, ne? Wow. Ja, das ist 80% von den toten Sterne sein werden. Ja, wenn ich mich jetzt so genau erinnern würde, wo alles war. Muss man noch Zeiten, bitte. Wo hier noch alles 2D und so schmal. Hier nichts? Irgendwo war hier doch ein Stein zumindest. Zum kaputt machen.
Oh, noch eine Karte. So, die Gegner sind gleich geblieben. Gewinne ich mehr gegen Schleime. Interessant. Wenn wir die Stadt jetzt anschauen. Ein Chocobo? Nein, ein Choboko. Ihr müsst jetzt fangen und reiten, so wie sie es gehört. Oh, der hält ein bisschen was aus. Wenn das kein großes Huhn war. Jetzt hat sich's gelohnt. Oh ja, fuck you. Kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Ihr hättet mir aber wenigstens keine Ahnung. Ich überlege gerade, gab es in den Höhlen. Ich mach mal kurz den Schnitt und schau mal was. So, und da sind wir jetzt auch wieder. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was eingesammelt, aber eben nichts Wichtiges. Nur eine eben ist etwas geschissen. Ja. Man muss Sterne fallen lassen, um das die hier zu kriegen. Das hat mich echt eine Weile gebraucht, bis ich das im Internet gefunden habe. Die Karte Craner. Kartensammler, okay. Ja, also es war halt sonst wirklich nichts Besonderes. Warte mal, jetzt muss ich nachdenken. Genau. Also ich habe wirklich nur jede Menge Sterne und Karten gefunden. Nicht mehr. Da ich weiß nicht, wie viel ich vorhatte, jetzt soll ich zumindest schon mal 18 Karten, 18 Sterne und 15 Karten nehmen. Ich glaube, das war jetzt wirklich alles. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, hier gibt es keine weiteren Dreckskarten mehr, Sterne mehr, keine Ahnung, Kisten mehr. Nein. Ah, schade. Ja, und jetzt gehen wir eben zu diesem anderen Ding noch, wo ich da letztlich da bei den kleinen Büschen. Und ich kann ja jetzt sagen, mittlerweile habe er die Büsche hat ja auch erledigt. Das konnte ich nämlich nur in der 2D-Welt machen. Aber ich glaube, jetzt ist der müsste der Busch eh wieder da sein. Und ich habe halt eben geschaut, genau, was ich auch vorhin noch schauen wollte, ist eben, ob ich in der Höhle oder so auch noch was machen kann in der anderen, ja, in der ersten Höhle, wo ich da den Kristall gefunden habe. Aber, ne, der sah auch komplett gleich aus wie alles andere. Deswegen vermute ich einfach mal ganz stark, dass, ja, da kann ich keine Bomben einsetzen, also gibt es da nichts Neues dort. Also ich habe das so übersehen. Ei, ei, ei.
ja schon ganz cool. Also selbst diese Blätter, die hier runterfallen, sind sehr cool gestaltet. So, okay. Entschuldigung. Immer noch leicht verkühlt, leider. Es ist Sommer, warum bin ich verkühlt? Egal. Da, schau, so ging das dann. Mehr. Okay, hier haben wir noch einen Dimensionsstein, da kommen wir. Checken wir erstmal die Welt. Mal schauen, was da noch alles kommt. Nein, da ist auch nichts. Ah, super. Da oben ist. Der geht natürlich den Weg da, wo nicht sofort eine Truhe ist. Fuck. Mir scheint ja nicht wirklich so, dass das irgendwie wirklich eine. Ach, verdammt. Zeitreisen, er ist seit zwölfmal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt. Ah, so bin ich. Ein Stern! Ich weiß irgendwie, obwohl die gehen ihm irgendwie voll auf den Piss. Ich erinnere viel coolere Sachen, keine Ahnung. Hauptsache kaputt machen. Ich bin mir sicher, es hat irgendeinen Nutzen. Keine Ahnung, warum ist hier keine Karte mehr?
wir jetzt 1:1 wie Legend of Zelda. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ich muss wirklich irgendwo. Irgendwo falsch abgebogen. Also das ist schon recht knifflig, das Spiel. Verstehe ich auch nicht. Oh, da geht's ja auch noch weiter. Ah, das habe ich gewusst. Stehen. Ah, genau, der Busch brennt, fängt dann. Ich kann den ganzen Baum abfackeln, aber bei Büschen, da hört es dann auf. Genau. Yeah, hier haben wir irgendwas gemacht. Wahrscheinlich war da noch der Baum, irgendein Baum im Weg. Oh, den habe ich angezündet. Wow. Okay, und weiter. Okay. Sehr riskant und gefährlich. Wie gesagt, Idee, ich meinte. Komm her! Schon. Alt will sah das so einfach aus. Oh, komm schon. Oh.
epischer Bossfight. Nein, noch nicht. Ja, ich habe jetzt die Amulett. Bitte zusammen. Na klar, das fehlt jetzt noch. Na gut. Ich würde sagen, hiermit können wir dann eben erstmal einen Schnitt machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Evoland.